ohne Sebastian Gasch womöglich nur die Hälfte. Gasch bereitet Tore vor und schießt auch selbst welche. Zweimal hat er schon getroffen in dieser Saison. Andreas Bergmann, der 96-Trainer mit Bundesliga-Erfahrung und mit Badetuch-Erfahrung, macht sich's gemütlich vor dem Spiel. Eine Viertelstunde passiert nicht viel in der AWD-Arena. Meuselwitz in Schwarz mit Sebastian Gasch. Hier kommt er, der ist schnell, aber der fällt auch schnell. Pfiff von Schiedsrichter Björn Hinrichs. Wir gucken noch mal hin. Für mich eher ein Foul des Stürmers als des Abwehrspielers. Aber alle Proteste umsonst, der 96er vom Elfmeterpunkt. Müller gegen Zieler. Und da hat der Mann im 96er Tor keine Chance. Das war ein echter Gewaltschuss des Meuselwitzer Abwehrspielers. Mitten hinein ins Glück. Nur zwei Minuten später. Abschlag von Dix. Weit hinein in die gegnerische Hälfte. Der Ball landet bei Gasch und dann im Tor. Aber wieder gepfiffen und wieder, meine ich, an der falschen Stelle. Zweiter dicke Fehlentscheidung von Schiedsrichter Hinrichs. Hätte also 2:0 stehen können. Hier sehen wir es im Moment der Ballabgabe. Hätte 2:0 stehen können. So bleibt es beim 1:0. Ausgleichende Gerechtigkeit. Vielleicht knappe halbe Stunde vorbei. Von 96 nichts zu sehen. Es spielt eigentlich nur Meuselwitz mit Gasch und mit Boczek. Kurz vor der Pause Hannover. Dann doch mal unterwegs Richtung ZFC-Tor. Aber was hier geboten wurde seitens der Gastgeber, war doch sehr, sehr mager. Passend dazu das Bild auf den Rängen. Viel, viel Logo und ganz wenig Fans. Zweite Halbzeit. Zunächst das gewohnte Bild von Hannover. Kommt nicht viel. Meuselwitz aggressiv, macht Druck. Und dann passieren Fehler beim Gegner. Prima Pass auf Sebastian Gasch. Aber der macht zu wenig draus. Das hätte schon die Vorentscheidung sein können. Gasch rutscht weg auf dem nassen Rasen. Das Problem hatten viele. 10 Minuten noch auf der Uhr. Einwurf Hannover 96. Der ZFC hat seine Bemühungen inzwischen weitestgehend eingestellt. Auch in der Abwehr. Burmeister wird nicht gestört. Und es steht 1:1. Gar nicht mal so unverdient. Die letzten Minuten des Spiels drückt Hannover 96. Dix fliegt am Ball vorbei. Der eingewechselte Dursun hat sogar die Möglichkeit, hier noch den Sieg klar zu machen. Es bleibt aber beim 1:1 unentschieden.